So, wir sind wieder zurück bei Bewegen 22. We're back again at Bewegen 22. Könnt ihr noch? Can you go on some more? Super. Und ihr im Livestream auch, ja? And you on Livestream as well? Ein guter Tipp, wenn irgendetwas euch gut getan hat. Here's a good tip. If something really did you good, wenn irgendetwas in dein Leben hineingesprochen hat, if anything has been spoken into your life, wenn irgendeine Wahrheit für dich ganz neu geöffnet wurde, if there's any truth that has really been opened up newly to you, dann schreib uns ein E-Mail, wo du das ganz kurz und knackig bezeugst. Then send us an email where you just really put it to the point and describe exactly what happened. Besonders ihr vom Livestream. Especially you watching on Livestream. Bleibt nicht geheim. Don't keep everything a secret. Bleibt nicht anonym. And don't remain anonymous. Sondern besucht uns auf der Webseite bewegen.love. Visit us at bewegen.love. Da gibt's alles, was ihr braucht, um uns ein E-Mail zu schicken. And you'll find out how to send us an email. Das zu bekennen, das ist so ähnlich wie ein Fixierbart. To confess this is like a beard that you can put on. Fixierbart, weißt du, hast du das richtig übersetzt? Etwas fix zu machen. So beim Fotografieren muss man ein Fixierbart nehmen, damit das Foto dann auch... Oh, Bart, ich habe Bart verstanden. Hast du zu sehr dich okay, da verleiten okay, lassen, like, gell? Like in a Photoshop, when they take a photo, they take the negative and they put it in this fixing bath. Und ein Zeugnis ist immer etwas so Fixierendes. And a testimony is something that really fixes that picture. Wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, bekenne ich euch vor dem Vater. If you confess me before men, I will confess you before my Father. Und das hat etwas. And there's something to that. Und darum lade ich euch herzlich ein, so ein Bekenntnis in irgendeiner Weise auszudrücken. So I invite you to put some expression to some of these things. So, jetzt wünsche ich uns allen einen sehr guten Abend. I wish us all a very good evening. Dass man trotz der Intensität schon der vorigen Tage und des Tages einfach, also wenn man so völlig ausgenockt ist. So, even though these days before and today was also very so strong and so intensive, we don't have to sit like we're knocked out. Das ist gar nicht so schlecht, die Position. Or if we are, this it's not all that bad. Dein Fleisch kann nicht mehr widerstehen, wenn der Geist was will. That means your flesh can't resist anymore if the spirit wants something. Weil normal ist es umgekehrt, gell? Sometimes it's turned around the other way. Also wenn wir so richtig schon ausgenockt sind, dann kann der Geist so richtig gut rein. Once you get knocked out, then the spirit can really work on you. Und das lösen wir einfach los. Heiliger Geist, nützt die Gelegenheit aus, dass wir schon alle schön schlapp sind. We release that, so we're all knocked out, so we can't resist anymore. Füll uns an. Lead us, Lord. Füll uns an. Füll uns an. Fill. Fill, oh. Fill. Fill us up. Fill us up completely. Halleluja. So, bitte sehr. Schalt jetzt das Füllhorn ein. Wir haben mal abgewartet. Ich preise dich mit all meinem Sein. Ich preise dich mit all meiner Kraft. Mit all meinem Sein. Mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, Jesus. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung,
in dir, o oh Herr, in dir, o oh Herr, nur in dir. Praise and worship pot. Ich gebe euch jetzt bei aller Entspannung die Gelegenheit, die Anbetung und den Lobpreis noch einmal zu steigern. In all this excitement, I give you the chance to even step up and increase in the praise and worship. Indem ihr reichlich ins Reich Gottes investieren könnt. In that you richly do your part to increase the kingdom of God. Und dafür gebe ich euch einen absolut triftigen Grund. Und zwar Anfang September werden wir als Mission is Possible Team in Albanien sein. In September, the Mission is Possible Team will be making a trip to Albania. Und wir werden auf der Via Ignatia sein. Via Ignatia. The Via Ignatia. Wir werden auf den Spuren von Paulus sein, weil der Paulus ist von Thessaloniki bis nach Albanien gekommen. We'll be traveling the road of the Apostle Paul, because he went from Thessalonica to Albania. Und schon im Jahr 60 hat es in Albanien eine Gemeinde gegeben. Already in the year 60, there was a church in Albania. Und die Vision, die wir verfolgen, ist, dass diese Saat, die Paulus hinterlassen hat in Albanien, and we're going to follow this pattern that the seed that was planted in Albania by Paul, dass die gewaltig zum Leben erwacht. That it will be mightily awakened, brought forth. Weil in der Zwischenzeit hat sich da eine Decke aus der osmanischen Herrschaft und aus der kommunistischen Herrschaft über das Land gelegt. Because there has been a blanket laid over the country through the Ottoman Empire and then later through communism. Albanien war das einzige Land der Welt, das in der Staatsverfassung schriftlich verankert hat, es gibt keinen Gott. That's the only country where they actually wrote in their constitution that we do not honor any God. There is no God. Und ein lieber Bruder in Albanien, mit dem ich sehr eng verbunden bin, der hat die Vision gehabt, dass das aus der Verfassung genommen werden muss. And this dear brother that we know in Albania, he had it on his heart to see that that phrase be taken out of the Albanian constitution. Und in der Gemeinschaft mit vielen Christen im Land wurde das auch erreicht. And with the work and with the fellowship of other churches in Albania, they accomplished that. Und im Jahr 2020 hatten wir, nachdem wir das in unserem Wohnzimmer in Adelberg, das ist gleich da drüben, back in the year 2020 started in Adelberg in our living room, that's not far from here, den Wunsch von einem unserer Partner in Albanien, ein nationales Worship-Fest zu haben. We wanted to plan with one of our partners in Albania, a national worship fest. Und das wurde innerhalb von 6 Wochen realisiert. And within 6 weeks it was realized. 15 Worship-Teams aus allen Ecken von Albanien sind zusammengekommen, haben von frühmorgens bis spätabends nonstop Gott die Ehre gegeben. 15 praise and worship teams from every corner of Albania showed up there and they had nonstop praise and worship. Und dort entstand für mich diese Vision, mit einer Auswahl von Leitern an diese historischen Plätze zu gehen. And I had this vision to travel with some selected leaders to go to these historical places in Albania. Und dass diese Saat, die schlummert in dem Land, dass die voll zum Leben kommt. And this seed planted so long ago that is still slumbering in the soil of Albania, that it will sprout and it will come to life. Und das ist jetzt von, ich glaube, 8. bis zum 15. September.
And that will be happening from the 8th to the 15th of September. Und dafür könnt ihr, wenn ihr wollt, einen Anteil daran haben, indem ihr was in diese Anbetungs- und Worship-Boxen hineinlegt. And if you'd like to have a little part gibt es einfach jetzt mal so rum, gibt es dann weiter. To give into this praise and worship pot. Wenn ihr gerade keine Tausenderscheine in der Tasche habt, dann könnt ihr so auch über das Bankkonto und über das PayPal-Konto, das auf der Webseite bewegen.love findet, auch sozusagen euch noch daran beteiligen. Now, if you don't have anything less than a thousand in your pocket, but you still like to give something, you can also make a bank transfer, getting the information from our website. Jedenfalls, das, was dort jetzt in Albanien passiert, das hat das Potenzial, den Leib Christi wirklich umzudrehen. That what is going on now in Albania, that has the potential of turning around the whole body of Christ in Albania. Denn ihr wisst ja, wenn zwei oder drei in Übereinstimmung dessen kommen, was der Wille des Vaters ist. Because when two or three are in agreement together in prayer concerning whatever the will of the Father is, dann wird Christus sichtbar. Then Christ becomes visible. Weil ihr wisst ja noch nicht, wie das weitergeht, weil Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Because remember, Jesus said, who sees me has seen the Father. Aber dann geht's weiter, wer dich sieht, sieht Jesus. But then those that see you see Jesus. Und wenn das in Albanien gelingt, dass diese Leiter zu dieser Einheit geführt werden können vom Heiligen Geist. And if we're successful in these leaders getting this same vision through the Holy Spirit, dann ist es eine unvorstellbare Kraftfreisetzung. Then that's going to be a release of a tremendous amount of power. Und das Geld braucht man nicht, dass wir dort einen schönen Urlaub machen. Das Geld brauchen wir nicht, um dort einen schönen Urlaub zu machen. It doesn't mean that we went there to have a nice vacation. Sondern es geht auch darum, dass wir einige von den Leitern unterstützen müssen, die nicht in der Lage sind, das finanziell zu stemmen. So we need to support some of these pastors that financially aren't able to get going with this. Ein Bild, das am Anfang in dem Zusammenhang gekommen ist. A picture, a vision of what has already come together through this. Das war ein Eimer. Ist Eimer ein österreichisches Wort oder ein deutsches Wort? Weiß man das? Ein Kübel? A bucket. Ja, Bucket. Ja. Und es hatte Löcher. Also das war außen mit der Landkarte von Albanien sozusagen bedruckt. A bucket, a pail that had a picture of the map of Albania on it. Und genau dort, wo Albania war, war ein großes Loch. And right where Albania was, there was a big hole in the bucket. Und dort ist alles, was in dem Kübel drinnen war, herausgeflossen. And everything that went into that bucket, it flowed out through that hole. Und die Message, die gekommen ist, war, wenn wir Albanien segnen. And the message that came is, if we are able to bless Albania, dann wird Albanien zum Segen für Europa werden. Then Albania will become a blessing for Europe. Und so wie Albanien durch das, was Paulus dort gemacht hat, eines der ersten Nationen war, wo das Christentum etabliert wurde. And so just as Albania was one of the first countries to receive Christianity, so wird auch davon was ausgehen, was so eine Erstlingsfrucht sein wird. So what comes out of that is going to be like first fruits. Und dazu lade ich euch ein, einfach Anteil zu haben. And that's why I'm inviting you to participate in this. Das war's für heute von mir. Und jetzt wünsche ich, dass der Philipp, that was my part, and now Mr. Glory, Philip, Mr. Glory. Ah, ihr kennt ihn schon. Also, was ist der Vorname, was ist der Nachname? What's his first name, what's his last name? Glory? Hallelujah! Come on. You got it. Thank you, Gabriel. Don't we love Kip and Gabriel? Aren't they doing a great job?
You need to translate that. Er bedankt sich für den Job, den ich tue. Danke, Gabriele, für den Job. Amen. Amen. I'm just getting set up, so I'm just looking around the room at all these wonderful people. Also, während ich aufklapp, schaue ich einfach rum und freue mich an den wunderbaren Leuten. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ah. Glory! Hallelujah. Praise the Lord. They've got it. They have it. Wir haben es. Wir haben es kapiert. Thank you, Jesus. So, delays do not alter your destiny, decisions do. Verspätung ändert dein Schicksal nicht, aber Entscheidung kann sie ändern, kann es ändern. Amen. Delays do not alter your destiny. The decisions you make alter your destiny. Nicht die Verzögerungen verändern dein Schicksal, deine Bestimmung, aber die Entscheidungen, die du triffst, die verändern deine Bestimmung. Amen. Just let it sink in. Let it sink in that every decision you make is going to have an impact on your destiny. Jede Entscheidung, die ihr trefft, hat eine Auswirkung auf euer Ziel. Ja. And now it's sinking into your spirit. Just start to think that every decision you make has an impact on your destiny. Lasst das in euren Geist hineinsinken. Jede Entscheidung, die ihr trefft, hat eine Auswirkung auf euer Schicksal. That should make you think that the decisions you're making are more important than you thought they were. Das sollte euch denken lassen, dass eure Entscheidungen wichtiger sind, als ihr gedacht hättet. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. In around about 2014 or 2015, I'm not sure which now, it doesn't really matter. Es war 2014 oder 15, ich weiß nicht mehr genau und es ist auch nicht wichtig. I was in Las Vegas, Nevada. Da war ich in Las Vegas, in Nevada. You know, it's the place where gambling and all sorts of stuff goes on. Dort gibt es Glücksspiels, Casinos und alles andere Unmögliche. It was a different season of my life. Also damals hatte ich eine andere Zeit in meinem Leben. That got you thinking, didn't it? I was a traveling evangelist. Also wisst ihr, ich war ein Reiseevangelist. Las Vegas is known as Sin City. I was there to evangelize. Las Vegas ist bekannt als eine Stadt der Sünde und ich war dort, um zu evangelisieren. You could feel the tension in the audience then. Ich spür die Spannung bei euch. He's a bad boy. Ist das ein Kerl? If only you knew. Okay, so I was in America, touring America as a healing evangelist. In what America? Touring around America, going from okay. place to place. Ich war in Amerika, bin in Amerika herumgereist als Heilungsevangelist. And I had a night off in Las Vegas. Und in Las Vegas hatte ich einen freien Abend. And you know, they call it Sin City. Und es wird wirklich Sündenstadt genannt. So, what does a good Christian boy do? Also, was tut da ein guter christlicher Junge? He goes to church. Er geht in die Gemeinde. So, I went to church. I went to a new church plant. Also, ich ging zu einer Gemeinde, die wurde gerade neu gegründet. And in this church plant, there was a worship team and there was a congregation, just like in any other church. Und in dieser Gemeindegründung, da gab es ein Anbetungsteam und es gab Zuhörer, wie eben in jeder Gemeinde. And it was on a Wednesday evening and I wasn't the guest speaker, so I could sit in the audience for a change. Also es war Mittwochabend und ich war nicht als Redner eingeladen, also ich konnte zur Abwechslung mal in den Reihen sitzen. And worship was taking place. Und da war Anbetung.
And everybody was standing and worshiping Jesus. Und wir standen da und haben Jesus angebetet. I mean, the worship was good, but it's not as good as here. Also, die Anbetung war schon gut, nicht so gut wie hier. You know, but they were worshiping Jesus. Aber sie haben Jesus angebetet. And I was standing in the second row. Und ich stand da in der zweiten Reihe. And all of a sudden, out of nowhere. Und plötzlich aus dem Nichts. Jesus appears. Kommt Jesus. And I see him. Erscheint mir und ich sehe ihn. And I can see through him. Und ich sehe durch ihn. But he's golden. Und er ist golden. And I see him walk through this lady who was worshiping. Und ich sehe ihn durch diese Frau hindurchgehen, die ihn da angebetet hat. He passed straight through her. Er ging einfach geradewegs durch sie hindurch. And he came down the row and stood on this side of me. He was taller. Most people are. Und er kam die Reihe durch und er stand da neben mir. Er war größer. Also das ist nichts Besonderes. Die meisten Leute sind größer als ich. And I look into his face and he looks at me. Und ich schaue auf in sein Gesicht und er schaut mich an. And he speaks to me. Und er spricht zu mir. And then after he's finished saying what he needed to say. Als er fertig war, alles gesagt hatte, was er sagen musste. He turned away and walked down to the back of the church and disappeared. Da hat er sich umgedreht und ist wieder nach hinten zum Ausgang der Gemeinde gegangen und ist verschwunden. Hallelujah. Even the angels are singing in the chorus. Halleluja, sogar die Engel singen mit. And so I was thinking, did anybody else see what I saw? Und ich dachte, hat sonst noch jemand das gesehen, was ich sah? Did anybody else witness what just took place? Gibt es noch jemanden, der das bezeugen kann, was da gerade geschehen ist? And then a few moments later, worship ended. Ein paar Momente später war die Anbetungszeit zu Ende. And this lady who was standing at the front that Jesus walked straight through. Und diese Dame, die da in der ersten Reihe stand, durch die Jesus geradewegs hindurchgegangen ist. She fell to the floor and for the rest of the evening she was just sobbing and crying. Sie fiel auf den Boden und den Rest des Abends lag sie nur da und hat geschluchzt und geweint. You know, I didn't get a chance to speak with her and tell her what I knew happened. I didn't get to hear her side of it. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, ihr zu erzählen, was ich gesehen hatte, was ihr geschehen ist. Und ich hatte auch keine Chance, von ihr zu hören, was bei ihr los war. You know, I didn't go to that church expecting to meet Jesus in that way. Ich war nicht dorthin gegangen, in der Erwartung, Jesus so zu erleben. But the decision I made to go to church changed my destiny. Aber die Entscheidung, die ich getroffen hatte, dass ich an dem Abend zu der Gemeinde gehen würde, die hat mein Geschick verändert. I could have gone to the casinos and looked at the gambling and I could have gone to a show and seen the girls. Ich hätte in ein Casino gehen können und beim Glücksspiel zuschauen oder ich hätte in eine der Bars gehen können und die Mädels angucken. But I decided to be a nobody and go to church. Aber ich habe beschlossen, jetzt mal ein Nobody zu sein, ein Niemand, ein Keiner und in den Gottesdienst zu gehen. But God knows everyone. Aber Gott kennt jeden. And he knows this body. Und er kennt auch diesen. Amen. Schatz. Buddy, Kumpel. So. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. So, Jesus doesn't call Las Vegas Sin City. Jesus nennt Las Vegas nicht Sündenstadt. He calls it the saved city. Er nennt sie eine gerettete Stadt. Amen. We got to come into agreement with Christ. We have to come into agreement with Christ. Und wir müssen danach trachten, dass wir mit Jesus übereinstimmen. So not long after that, I made a decision with
influence from friends to start a church of my own. Nicht lange danach habe ich unter dem Einfluss von Freunden beschlossen, eine Gemeinde zu gründen, meine eigene Gemeinde. And a few people said no, 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 no. Und da gab es ein paar Leute, die haben gesagt, nee, nee, vergiss es. No, 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 no. And a few others said yes, yes, yes. Ein paar andere sagten ja, ja. And my wife said no, no, no. Meine Frau hat gesagt nee, nee. And her husband said yes, yes, yes. Aber ihr Ehemann hat gesagt ja, ja. And guess who won? Ratet mal, wer sich durchgesetzt hat. I lost. Ich habe verloren. But we still started the church. Aber wir haben trotzdem eine Gemeinde gegründet. And not long after starting the church. Und nicht lange danach. I was at a meeting with lots of the other pastors from all the local area. Da war ein Pastorentreffen mit allen Pastoren aus der Gegend. And the prophetess called Dr. Sharon Stone was there. Und dort war eine Prophetin, die heißt Dr. Sharon Stone. And she's prophesying over these pastors. Und sie prophezeit über diese Pastoren. And she looks at me and she says, Philip. Und sie schaut mich an und sagt, Philip. You're not like these other pastors. Du bist nicht so wie diese anderen Pastoren. You know, that's not a good place to be. Wisst ihr, das ist nicht bequem, sowas zu hören. And she said, these other pastors, they build hospitals. Sie sagte, diese anderen Pastoren, die haben Krankenhäuser gebaut. She said, Philip, you build differently. Und sie sagte, Philip, und du baust anders. You build resurrection centers. Du baust Auferweckungshäuser. How to turn every pastor against you. Wie kannst du jeden Pastor gegen einen aufbringen? You see, the spirit of jealousy can rise up very quick in those circumstances. Also, es war sehr schnell zu beobachten, wie der Geist der Eifersucht sich da regte. How do you handle a prophetic word like that? Was macht man mit einem prophetischen Wort wie diesem? When you're the new kid on the block. Du bist der Neue hier. You're already disliked because you might steal the sheep. Die mögen dich sowieso schon nicht, weil sie Angst haben, du könntest ihre Schäfchen klauen. You're already charismatic and that's dangerous. Und sowieso bist du charismatisch und das ist gefährlich. Yeah, public enemy number one. Also du bist der öffentliche Feind Nummer eins. And so I thought, great, I'm a healing evangelist, now I'm a pastor, I'm going to see all these people get healed. Ich dachte, großartig, ich bin Heilungsevangelist, ich bin Pastor, ich werde sehen, dass die alle geheilt werden, diese Leute. And it was great. Großartig. And then I'm the one that's needing the healing. Und plötzlich war ich der Heilung brauchte. I'm the one who's been raised from the dead multiple times. Die meiste Zeit musste man mich von den Toten auferwecken. So when Sharon Stone says you're going to start a resurrection center, I didn't know I was the one being resurrected. Also, als sie Sharon Stone sagte, du wirst ein Auferweckungszentrum gründen, da wusste ich nicht, dass ich Auferweckung brauchte. We're off to a great start. A great start. Also ein großartiger Start, oder? Hallelujah. Glory. We're now 7 years in and we're still there. Also. We're 7 years and we're still going. Also, das ist jetzt 7 Jahre her und ich gehe immer noch. You know, decisions are gonna change your destiny. Unsere Entscheidungen werden unser Schicksal beeinflussen. The prophetic word is designed to change your destiny. Das prophetische Wort ist dazu da, dein Geschick zu verändern. It's designed to encourage you to go further. Es ist dazu da, dass es dich ermutigt, weiter voranzugehen. And sometimes it's designed to even correct you. Und manchmal soll es dich auch korrigieren, zurechtbringen. But even in the correction, it's just a change of direction. Aber diese Korrektur ist nur ein Richtungswechsel. So when God comes and speaks a prophetic word through a prophetic servant. Also wenn Gott kommt und durch einen prophetischen Diener ein prophetisches Wort spricht.
It comes to make a difference to your destiny. Dann kommt dieses Wort, um dein Geschick zu verändern. But you know this already, don't you? Das wisst ihr schon, oder? Because you all want a prophetic word. Denn ihr alle wollt ein prophetisches Wort. And if you don't, what's wrong with you? Und wenn ihr das nicht wollt, was stimmt nicht mit euch? You know, sometimes when prophets come to town, your church can empty. Manchmal kommen Propheten in die Stadt und du stehst vor einer leeren Gemeinde. You know, the more accurate the prophet is, the more of a less of a congregation you have. Und je spezifischer, je akkurater dem seine Prophetien sind, umso leerer wird ein Gemeindesaal sein. And all the people who say, oh, that speaker's coming, that prophet's coming, and the color drains from their face. They say, this speaker's coming, this prophet's coming, and the color drains from their face. Aha, okay. Also die Leute hören, oh, der Prediger kommt, und sie werden ganz bleich im Gesicht. And you can see on their face, they won't be at the meeting. Und ich sehe es ihren Gesichtern an, die wollen dort sein. That's why this place has a few empty seats, because some people are frightened of the prophetic word. This place has so many. Yes. Deshalb gibt es hier. Ach, die wollen nicht. Okay, sorry. Also die Leute hören, da kommt ein Prophet kommt und dann werden sie ganz bleich vor Schreck, weil er könnte uns ja was sagen. Und deshalb sind auch hier so wenig Stühle, weil die Leute Angst haben, ein prophetisches Wort zu bekommen. Did I say that many words? I just was hallelujah. Corrected. So I took the correction. Glory, hallelujah. I sang good in German. Ja, ich bin ganz gut in Deutsch. I even look good in German. Ach so, auf Deutsch sehe ich gut aus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, Gideon was experiencing a prophetic voice and he didn't recognize it. Hat eine prophetische Stimme erlebt und er hat es nicht kapiert, er hat es nicht erkannt. And he wasn't expecting it to come in that way because the prophets don't visit the little people. Er hatte nicht erwartet, dass dieses prophetische Wort zu ihm kommt, weil Propheten gehen doch nicht zu so einfachen Leuten. But the angel of the Lord, which means the messenger of God, aber der Engel des Herrn, das heißt der Bote Gottes, steps into Judges chapter 6 and verse 11. Der tritt ein, Richter 6, Vers 7. And it's to encounter somebody special. Und es ist, um jemand Besonderem zu begegnen. They're special because they believe in God. Besonders sind sie, weil sie an Gott glauben. Their destiny, Gideon's destiny. Dieses Geschick, Gideons Geschick. He knew he was destined for greater things. Er wusste, dass er bestimmt war für Größeres. But he was trapped on the family farm. Aber er war gefangen im Bauernhof der Eltern. He was trapped in the family, shall we say, politics. Er war gefangen in der Politik der Familie. His father was expecting certain things from his son. Sein Vater hatte bestimmte Erwartungen an seinen Sohn. His father was expecting his son to carry on the family business. Er erwartete natürlich, dass der Sohn den Familienbetrieb weiterführt. And in those places of disappointment and doubt, und in diesem Zustand von Enttäuschung und Zweifel, God steps in this angel, this messenger form. Schreitet Gott ein in Gestalt dieses Engels, dieses Boten. I may have said this the other day, but I'm saying it again, so it really sinks in. Ich habe es schon gesagt gestern, aber ich sage es nochmal, damit es bei euch wirklich tief einsinkt. He wasn't looking for an angelic encounter. Gideon
war nicht darauf aus, einem Engel zu begegnen. He was just looking for answers to the problems. Er suchte nur nach Antworten auf das Problem. But he wasn't sitting down saying, "Why me, Lord?" He was doing something about it. Aber er hat sich nicht hingesetzt und gejammert, Herr, warum ich? Sondern er hat etwas getan. And he was making a difference the best he knew how. Und er hat einen Unterschied bewirkt, so gut er es wusste und konnte. In some places, making a difference is building a platform, building a stage. Mancherorts ist dieses einen Unterschied bewirken, etwas verändern, besteht darin, dass man eine Bühne aufbaut. In some places, making a difference is becoming somebody. Und manchmal ist dieses Unterschied bewirken, besteht darin, dass man ein jemand wird. Not realizing they are already somebody. Und man versteht gar nicht, dass man schon jemand ist. You see, for some people, success is recognition from man. Wisst ihr, für manche Leute heißt Erfolg, dass man bei Menschen angesehen ist. For some people, success is being honored and being given the privilege to be the man or the woman of God. Für manche bedeutet Erfolg, dass man anerkannt wird und das Vorrecht hat, Mann oder Frau Gottes genannt zu werden. And I meet many people. Und ich treffe viele Leute. That they have this desire on the inside to do more and be more. Die in sich das Verlangen tragen, mehr zu tun und mehr zu sein. They want to do great things for God. Sie wollen Großes tun für Gott. But they also want to do great things for themselves. Aber sie wollen auch für sich selber Großes tun. And God will not share his glory. Aber Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Gideon got noticed because he didn't build a platform. Gideon wurde bemerkt, weil er sich keine Bühne baute. Gideon served his family. Gideon diente seiner Familie. Gideon honored his father. Gideon ehrte seinen Vater. And he did his ministry in secret. Und er tat seinen Dienst im Verborgenen. We've got to stop trying to be somebody and recognize we are somebody in the kingdom. Wir müssen aufhören, jemand sein zu wollen und erkennen, dass im Reich Gottes wir jemand sind. One of the biggest problems that I see, other than false teaching. Abgesehen von falscher Lehre ist eins der größten Probleme, die ich sehe, is misguided direction. Ist das fehlgeleitete Richtung. You see, and I say this with great respect and great honor. Und ich sage das mit großem Respekt und in aller Ehre. Because I don't want to chastise or offend. Denn ich möchte niemanden bloßstellen oder beleidigen. But I'm really deeply concerned that the decisions the church is making are altering our destiny. Aber ich bin tief besorgt darüber, dass Entscheidungen, die Gemeinden treffen, unsere Bestimmung ändern. Especially in the charismatic circles. Besonders in charismatischen Kreisen. You see, Gideon wasn't looking for an angel to show up. Seht ihr, Gideon hat nicht danach gesucht, dass ein Engel auftritt. He wasn't looking for that kind of encounter. Er hat diese Art Begegnung nicht gesucht. But he got it. Aber er bekam sie. Even though he wasn't looking for it. Obwohl er sie nicht gesucht hatte. What I see in the charismatic church is that we're spending our time looking for angels when we should be seeking Jesus. Und was ich sehe in der charismatischen Gemeinde, wir verschwenden unsere Zeit damit, dass wir nach Engeln Ausschau halten,
anstatt dass wir Jesus suchen. We're spending more time looking for a spiritual encounter when we should be humbling ourselves and saying we're not worthy to have Jesus come and speak to us face to face. Wir nehmen uns Zeit, nach Engelsbegegnungen uns auszustrecken. Dabei sollten wir sagen, Jesus, ich bin nicht würdig, dich zu suchen oder dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht. You see, the word of God says, seek ye first the kingdom of God and all these other things shall be added to you. Wisst ihr, das Wort Gottes sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Jesus explained that the kingdom of God is within us. Jesus hat erklärt, dass das Reich Gottes in uns ist. Your most important thing. Das Wichtigste für dich. What is your destiny? Was ist deine Bestimmung? What is your calling? Was ist deine Berufung? I have so many young people come to me and they say, what's my calling, Pastor? What's my calling, Prophet? Zu mir kommen so viele junge Leute und fragen, Pastor, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung, Prophet? What's my destiny in the kingdom of God? Was ist meine Bestimmung im Reich Gottes? And I say this. Und ich sage ihnen, your destiny is to be so full of Jesus, there's only Jesus left. Deine Bestimmung ist, so voll von Jesus zu sein, dass da nur noch Jesus ist. And if we're honest, we've got a little work to do. Und um ehrlich zu sein, da haben wir alle noch ein bisschen zu tun. We got to refocus in the days ahead. Und in den kommenden Tagen müssen wir unseren Blick wieder auf das ausrichten. Do we want an encounter or do we want a life change in experience? Wollen wir eine Begegnung, ein Erlebnis haben oder wollen wir, dass unsere Lebensausrichtung sich verändert? Are we going to look for an experience to get a satisfaction? Wollen wir etwas erleben, um befriedigt zu sein? You see, that's what's happening in the church. We're going from one place to another to get a word from God. Wisst ihr, das läuft in der Gemeinde. Wir gehen von A nach B und hier und dahin, um ein Wort vom Herrn zu bekommen. We're running to the best worship session, the best this, the best that. Wir gehen dahin, wo es den besten Lobpreis gibt und wo es das beste dieses und jenes gibt. And I say to you, if you just stop and pause one moment. Und ich sag euch, haltet inne. Und macht Pause für einen Moment. Jesus said, when you're born again, the best is in you. Jesus sagt, wenn du von neuem geboren bist, dann ist das Beste in dir. The best is in you already. Das Beste ist bereits in dir. But what version of you are we seeing in the world? Aber welche Version von ihm sehen wir in der Welt? Yeah, what version is the world seeing? Are they seeing ourselves or are they seeing Jesus? Welche Version sieht die Welt in uns? Sieht sie uns oder sieht sie Jesus? We have to empty our desires and say, Lord, give me your desires. Wir müssen unsere Verlangen, unsere Wünsche auskippen und sagen, Herr, gib du mir deine Wünsche, deine Sehnsucht. We're not just singing Your will be done, Father. We're living His will being done in our lives. Dass wir nicht nur singen, dein Wille geschehe, sondern dass wir so leben, dass sein Wille geschieht durch unser Leben. Amen. I'm not here to impress you. Ich bin nicht hier, um euch zu beeindrucken. I'm here to give you an impression of who you are with Jesus in you. Ich bin hier, um euch einen Eindruck davon zu geben, wer ihr seid mit Jesus in euch. The prophetic word that came to Gideon was, O you mighty man of God. Das prophetische Wort, das zu Gideon kam, war, du siegreicher, du mächtiger Held Gottes. I don't know who in this room
feels they're the least in this room? Who in this room feels they're the least? Wer hier drin hat das Gefühl, dass der geringste ist von allen hier? Probably more than one. Wahrscheinlich einige. Can I tell you, you're an equal with me? I'm no better. Darf ich euch sagen, also ich kann euch die Hand geben, ich bin kein bisschen besser. You deserve an encounter with Jesus just as much as I do. Ihr braucht eine Begegnung mit Jesus genauso wie ich das brauche. You know what? You've got it already within you the moment you accepted Christ. Und wisst ihr was? Ihr habt diese Jesus-Begegnung bereits in euch seitdem oder in dem Moment, als ihr Jesus aufgenommen habt. There's more in you than you realize. In euch steckt mehr, als euch bewusst ist. You are more victorious because of who is in you than you know. Ihr seid siegreicher, als ihr wisst, wegen dem, der in euch ist. And you've been broken down and overwhelmed by the lies of the enemy. Und ihr seid niedergeschlagen und überwältigt durch die Lügen des Teufels, des Feindes. And you've been told that you're worthless and they have less value than you really have in the kingdom. Er hat euch gesagt, dass ihr wertlos seid und weniger wert hättet, als ihr tatsächlich habt im Reich Gottes. But if you were the only one who needed to be saved, Jesus would have still died for you. Aber wenn du der Einzige wärst, der die Erlösung gebraucht hätte, dann wäre Jesus immer noch für dich gestorben. Not that you're of any value in the worldly sense. Nicht, dass ihr irgendeinen Wert hättet in den Augen der Welt. Your body's made up of minerals and, you know, all sorts of things that are, if you ground them down, you get a few ounces worth a few euros. Also euer Körper besteht aus Mineralien und ein paar Sachen, wenn man die eindampft, am Ende bleibt ein bisschen Mineralien übrig, die sind ein paar Euro wert. When the resurrection stops, you can try that out on me. Also wenn das mit der Auferstehung nicht mehr funktioniert, könnt ihr es an mir ausprobieren. You see, your value to God is different than your value to yourself or even of others. Wisst ihr, euer Wert vor Gott in Gottes Augen, der ist anders als der Wert, den ihr habt vor euren eigenen Augen oder in den Augen der Welt. You see, I've not even got to what I was meaning to say yet. I'll start preaching soon. Also das ist jetzt immer noch die Vorrede. Ich fange bald an mit meiner Predigt. Gonna be a long night, Kip. Ich wollte was ganz anderes sagen. I'm telling you the truth. Ich sage euch die Wahrheit. God is for us, so who can be against us? Gott ist für uns, wer kann dann gegen uns sein? So why are you downcast and defeated already? Warum seid ihr niedergeschlagen und jetzt schon besiegt? Because you believed the lie that the enemy told you. Weil ihr die Lüge glaubt, die der Feind euch erzählt hat. And those lies come in many different forms. Und diese Lügen, die kommen in allerhand Gestalt. But every lie from the enemy is designed to devalue you. Aber jede Lüge des Feindes ist darauf ausgerichtet, euch eures Wertes zu berauben. Every lie from the enemy is designed to entrap you. Jede Lüge des Feindes soll bezwecken, euch in die Falle zu locken. So when you make a mistake, you devalue yourself. Damit, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, ihr euch selbst herabsetzt. And then you feel no worth. Und euch wertlos fühlt. But God said, you're worth so much to me. Aber Gott sagt, du bist mir so wertvoll. If you understood the covenant that we're in, you would be different and your destiny would be secure. Würdet ihr verstehen, in welchem Bund ihr steht, dann your destiny would be secure. Dann wäre eure Bestimmung gesichert, euer Schicksal wäre sicher.
I love the fact that the gospel was shared in the first session by my brother this morning. Ich liebe es. Ich bin so dankbar, dass mein Bruder heute Morgen über das Evangelium gepredigt hat. Because I could teach all day, but if I don't share the gospel, it has no difference. Denn ich könnte den ganzen Tag über lehren, aber wenn das Evangelium nicht gepredigt wird, würde das überhaupt nichts bewirken. Christianity, or what was used to be called the way, made a difference. Das Christentum oder in der Apostelgeschichte hieß es, der Weg hat etwas verändert. Because it was preached with purpose and power. Denn es wurde gepredigt mit einem Zweck und mit Kraft. The power to set people free. Mit der Vollmacht, Menschen zu befreien. And the purpose to see people free. Und dem Zweck, dem Ziel, dass Menschen frei werden. But you see, you've heard a lie from the enemy. Aber du hast diese Lüge des Feindes gehört. That says you have no power and you have no purpose. Du hast keine Macht und du hast kein Ziel. The devil is a disgusting liar. Der Teufel ist so ein abscheulicher Lügner. I preach to my church on a regular basis. Life and death is in their tongues. Ich habe meiner Gemeinde regelmäßig gepredigt, Tod und Leben sind in der Zunge Gewalt. I told you last night the most important prophet is yourself. Ich habe euch gestern Abend gesagt, der wichtigste Prophet, das seid ihr selber. Because it's the words you speak that have power to propel you into your destiny. Denn das Wort, das du aussprichst, hat die Vollmacht, hat die Kraft, dich in deine Bestimmung hineinzublasen. The messenger came to make Gideon rethink. Der Bote kam und hat den Gideon zum Umdenken gebracht. The prophetic word that is released in this place is to make you rethink. Das prophetische Wort, das hier gegeben wird, das soll euch zum Umdenken bringen. I'm preaching a little different message to the one I planned. Also ich predige ein bisschen was anderes, als ich geplant habe. But that's because the church needs this breakthrough. Aber die Gemeinde braucht diesen Durchbruch. The church needs to realize that the breath in them is God's breath. Die Gemeinde muss sich bewusst werden, dass der Atem in ihnen, dass der Gottes Atem ist. Sometimes when I minister, I will blow on somebody. Manchmal, wenn ich Menschen diene, dann blase ich sie an. It's nicer if I've had a mint. Es ist dann ganz nett, wenn ich ein Minzbonbon habe im Mund. But you know, I'm not blowing into the person, I'm blowing into their spirit. Aber ich blase nicht den Leuten ins Gesicht, sondern ich blase in ihren Geist. When God created Adam, he breathed the spirit into Adam's nostrils. Als Gott den Adam erschuf, da blies er seinen Atem, seinen Geist in seine Nase. And Adam became a living being. Und Adam wurde ein lebendiges Wesen. The breath of God has more power to make you alive than any word I speak. Der Atem Gottes hat mehr Macht, dich lebendig zu machen, als jedes Wort, das ich sage. Every breath you take is anointed by the Spirit of God from within you. Jeder Atemzug, den du nimmst, den du holst, ist gesalbt durch den Heiligen Geist in dir. Now that's a little bit different. Das ist ein bisschen anders. But that's the power that we carry in every breath. Aber das ist die Macht, die Vollmacht, die wir haben in jedem Atemzug. If you've been born again by the Spirit of God, you have the Ruach of God, the breath of God in you. Wenn du wiedergeboren bist durch den Geist Gottes, dann hast du den Ruach Gottes, den Atem Gottes in dir.
See, people come with their physical aches, their physical pains. Wisst ihr, Menschen kommen mit ihren körperlichen Schmerzen. I know, I have a few. Ich weiß, ich habe auch ein paar. They also come with their emotional baggage. Sie kommen auch mit ihrem emotionalen Rucksack. They come with their corrupt thinking. Andere kommen mit einem verdorbenen Denken. And they've been speaking over their life for many years. Und seit vielen Jahren spreche ich nun über ihr Leben. I'm a nobody. Ich bin ein Niemand. You know, my father, my earthly father, not my heavenly father. Wisst ihr, mein leiblicher Vater? What can you say? Wie soll ich das sagen? I love my father. Ich liebe meinen Vater. My mother died about 10 years ago, and it's a different story. Meine Mutter ist etwa vor 10 Jahren gestorben, das ist eine andere Geschichte. But I grew up in a family where they didn't know how to bless with words. Aber ich bin aufgewachsen in einer Familie, da wusste man nicht, wie man mit Worten segnet. They loved me. Sie liebten mich. I was the youngest child. Ich war das jüngste Kind. I had two older brothers. Ich habe zwei ältere Brüder. Two older brothers, yeah. You know, according to the eldest brother, I was the favorite. According to the eldest brother, my eldest brother, I, in his eyes, was the favorite. Ah, okay. Mein ältester Bruder sagte, du bist das Lieblingskind. You know, but that's just faulty thinking. Aber das stimmt nicht, das hat nur falsch gedacht. My middle brother, he was the rebellious one. Mein mittlerer Bruder, der war der Rebello. But I was the one who stayed at home when the others left. Und als die anderen beiden gingen, ich bin zu Hause geblieben. And so I would see the cycles of great depression come upon my mother. Und ich habe gesehen, wie diese großen Depressionen sich auf meine Mutter gelegt haben. I would see how she would change and become violent towards my father and even myself sometimes. Ich habe gesehen, wie sie sich verändert hat und sie wurde gewalttätig gegen meinen Vater, manchmal auch gegen mich. She tried to get help. Sie hat sich Hilfe gesucht. So she would go to the doctor and fill her body with chemicals. Sie ging zum Arzt und hat ihren Körper mit Chemikalien vollgestopft. She couldn't go to the pastor of the church because that would bring shame. Zum Pastor konnte sie nicht gehen, weil das wäre zu peinlich gewesen. I remember spending my life not knowing what the next moment would bring. Ich kann mich noch erinnern, ich habe gelebt und ich wusste nicht, was der nächste Moment bringt. And I would hear words spoken over me, which were not good words. Und ich musste mir Worte anhören über mich, das waren keine guten Worte. If I purchased something for myself. Wenn ich etwas für mich selber kaufte. My parents would say, "You will never have any money, son." Haben meine Eltern gesagt, du kriegst kein Geld mehr, oder du wirst nie zu etwas bringen? Yeah, there was this constant negativity towards my success. Dieses ständige Abstreiten meines Erfolgs. They didn't mean to be negative. They thought they were encouraging. Sie wollten mich nicht niedermachen. Sie dachten, sie würden mich ermutigen. Right now I'm my father's pastor. Also jetzt, mein Vater ist Pastor. Nee, der Pastor meines Vaters. I pastor my father and he submits to me. Okay, inzwischen bin ich der Pastor meines Vaters. Ich hirte meinen Vater und er ordnet sich mir unter. And I'm training him to not talk the same way over my children. Und ich lehre ihn, nicht so zu reden, wie er es getan hat. Zu meinen Kindern nicht so zu reden, wie damals. I know problem families.
Ich kenne Problemfamilien. Now, I didn't plan to share that personal, painful experience with you. Auch das hatte ich nicht vorgehabt, euch diese schmerzliche Geschichte zu erzählen. Don't get me wrong, I love my mother. Wisst ihr, ich habe meine Mutter lieb. I love and I honor my parents. Ich liebe sie, ich ehre meine Eltern. But as a younger man, a foolish man, brought up with foolish ideas. Aber ich war jung und dumm und ich wurde mit dummen Ideen erzogen. I kind of posed a question. I can't remember whether it was just in my heart or whether I actually spoke it out loud. Da hatte ich so eine Frage. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich sie einfach im Herzen hatte oder ob ich sie ausgesprochen habe. And I said to God in heaven. Und ich sagte zu Gott im Himmel. And I said, just take my mother away. Ich sagte, nimm einfach meine Mutter weg. And my mother died too young. Meine Mutter starb und sie war noch zu jung. Because the words I spoke have power. Denn Worte, gesprochene Worte haben Kraft. The prophetic people, we need to be very careful what we say. Prophetische Leute müssen sehr vorsichtig sein mit dem, was sie sagen. I chose to make a difference in my life and hopefully in the lives of others. Und ich habe beschlossen, in meinem Leben einen Unterschied zu bewirken und hoffentlich auch im Leben anderer Leute. It didn't happen like that. It was a process. Und das ging nicht einfach nur so im Handumdrehen, es ging über längere Zeit. It was a process of deciding to be different. Es war ein Prozess, diese Entscheidung anders zu sein. And the process is still going on. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. How we handle life and the prophetic words, we have to be careful. Wir müssen vorsichtig sein, was wir machen mit dem Leben und mit unseren mit prophetischen Worten. You see, my mother had so many pains and rejection from her parents. Wisst ihr, meine Mutter hatte viel Schmerz und Ablehnung in sich von ihren Eltern her. She tried to protect me from pain, but at the same time she caused the pain. Sie wollte mich vor Schmerz bewahren und gleichzeitig hat sie mir Schmerz bereitet. I believe she had a prophetic gift, but the church didn't understand the gifts of the Spirit. Ich glaube, dass sie eine prophetische Gabe hatte, aber die Gemeinde hat diese Gaben des Geistes nicht verstanden. So instead of being trained and equipped to see the good in people, she only saw the bad in people. Und statt dass sie gelehrt worden wäre, das Gute in den Leuten zu sehen, sah sie nur das Schlechte. And when you live a life of feeling pain and rejection, you become ill. Und wenn man in seinem Leben immer nur Schmerz und Ablehnung erfährt, dann wird man krank. That's why Jesus said, you must forgive to be forgiven. Deshalb sagte Jesus, du musst vergeben, damit dir vergeben wird. Many in this room could have a similar story or a different story with a similar pain. Und viele hier im Raum könnten etwas Ähnliches erzählen über Schmerz in ihrem Leben. And hopefully some of you have never had that experience. Und hoffentlich gibt es auch Leute, die so etwas noch nie erlebt haben. But I tell you, aber ich sage euch, you have the power within you to change direction. Ihr habt die Macht in euch, die Richtung zu ändern. A few years ago I was invited to be a prophet to travel and to prophesy in meetings like this. Vor ein paar Jahren wurde ich eingeladen zu reisen und in Veranstaltungen wie dieser hier zu prophezeien. And you meet all sorts of people in those places. Und da treffe ich alle möglichen Leute.
and they have all sorts of different ambitions, all sorts of different backgrounds. Und sie haben alle möglichen Ehrgeiz oder Hintergrundziele. And what I have discovered is we're all under an attack of some degree. Und ich habe entdeckt, wir alle stehen zu einem gewissen Grad unter Angriff. And it's a constant thing. Ständig. Sometimes it comes across as temptation. Manchmal kommt es als Versuchung. Sometimes it comes across as receiving a word in the wrong way. Manchmal kommt es dadurch, dass wir ein Wort aufnehmen und es in den falschen Hals bekommen. We can take offense so quickly. Wir sind schnell beleidigt. I couldn't believe that person looked at me that way, all the way across from the other side of the room. Also unglaublich, wie der mich anguckt von da drüben. Durch den ganzen Raum hindurch. They didn't even come and say hello to me. Who do they think they are? Der hat mich nicht mal begrüßt. Was glaubt denn der, wer er ist? Because we made it all about us. We made it all about us. Also, weil wir meinen, alles dreht sich nur um uns. With no thought of the pain that that person was experiencing in that moment. Wir denken nur an uns und wir verschwenden keinen Gedanken an den Schmerz, den diese Person vielleicht gerade empfindet. That look across the room wasn't a look of disgust, it was a look of pain. Dieser Blick durch den Raum war kein Blick der Verachtung, sondern ein Blick mit Schmerz. They were hoping you would come to them and show them some kindness and love because they felt intimidated and weak to come to you. Vielleicht hat sie erwartet, dass du zu ihr kommst und ihr hilfst, und sie war zu schwach und zu verschüchtert, um zu dir zu kommen. We have to forgive and we have to put ourselves into the different mindset of other people. Wir müssen vergeben und wir müssen versuchen, uns in das Denken anderer Leute hineinzuversetzen. Can I tell you, I prophesied to this lady, not this lady, but a lady. Also kann ich euch sagen, ich habe einer Frau prophezeit. And I said to her, take the next 6 months. Und ich sagte zu ihr, nimm die nächsten 6 Monate. And spend 6 months with God. Und verbringe 6 Monate mit Gott. And if you do this, und wenn du das tust, your destiny could be this, and I explained this amazing destiny. Dann könnte dein Schicksal so aussehen, und ich habe ihr erklärt dieses erstaunliche Geschick. You see, I'm responsible for the words I give. Wisst ihr, ich bin verantwortlich für die Worte, die ich gebe. In fact, when I stand before the throne in heaven and the judgment seat, und wenn ich vor dem Thron im Himmel stehe, vor dem Richtstuhl, I will have to give an account as a teacher of the word more than somebody who isn't a teacher of the word. Werde ich als Lehrer des Wortes mehr Rechenschaft ablegen müssen wie einer, der kein Lehrer des Wortes war. Because I'm going to be held to a higher standard because I teach the word of God. An mich wird ein schärferer Maßstab angelegt, weil ich das Wort Gottes lehre. And so I'm responsible for what I say. Ich bin verantwortlich für das, was ich sage. But you are responsible for what you hear. Aber ihr seid verantwortlich für das, was ihr hört. So I prophesied to this lady, if you change your life, because I knew she was living in sin. I said, if you change your life, but I didn't declare her sin publicly. I ain't that kind of prophet, unless God calls me to be. Also ich habe zu der Frau prophezeit, wenn du musst dein Leben ändern. Ich habe ihr nicht öffentlich gesagt, welche Sünde sie tat, weil das, wenn ich das tue. Also, okay, ich bin nicht so ein Prophet, der öffentlich den Leuten sagt, du tust dies und das. But, you know, she decided to hear what she wanted to hear.
Aber sie hat beschlossen, das zu hören, was sie hören wollte. And she ignored the 6-month period and the warning. Und das mit dem halben Jahr hat sie einfach überhört, ausgelassen. And she grabbed hold of this big destiny that I prophesied could happen. Und sie hat sich an diese große Bestimmung geklammert, von der ich prophezeit habe, hatte, dass sie geschehen könnte. Because she wanted a platform to be somebody. Denn sie wollte eine Bühne, um jemand zu sein. I don't know how this story ends yet. Ich weiß noch nicht, wie das ausgeht. But that troubled me greatly. Aber das hat mich echt umgetrieben. That troubled me that the word I'd given was misunderstood. Es hat mich echt beunruhigt, dass das Wort, das ich gab, dass das so missverstanden wurde. It troubled me that there was no repentance involved, as far as I could see, in this process. Es hat mich beunruhigt, dass, soweit ich das sehen konnte, keine Umkehr erfolgt ist. And I had the accusations of the devil saying, you should never have given that word. Und ich habe die Anklage des Teufels gehört, der hat mir gesagt, du hättest dieses Wort niemals geben dürfen. What she does is going to be on you, because you told her. Was sie tut, das liegt dann auf dir, denn du hast es ihr gesagt. And these are the lies of the enemy that came to plague me. Da kamen die Lügen des Teufels und die haben mich geplagt. So I'm very careful when I release the prophetic. Also ich bin sehr vorsichtig, wenn ich prophetische Worte gebe. Sometimes I prophesy and sometimes I decree a thing. Manchmal prophezeie ich und manchmal erkläre ich etwas. Ich gebe ein Dekret. And my God comes through, even when I decree. Und mein Gott kommt durch, er tut, was er will, auch wenn ich eine solche Erklärung abgebe. So when you come for a word from God, you've got to handle it well. Also wenn ihr kommt und ein Wort von Gott haben wollt, dann müsst ihr richtig damit umgehen. Gideon handled it well. Gideon hat das richtig gemacht. He didn't run with it. He tested it. Er ist nicht einfach losgerannt, er hat es geprüft. Some theologians, some Bible teachers say, oh, Gideon lacked the faith. Manche Theologen, manche Bibellehrer sagen, oh, der Gideon, der hatte nicht genug Glauben. I don't believe that's true. Ich glaube nicht, dass das so ist. I believe Gideon had enough common sense to test, was this really God? Ich glaube, dass Gideon genug gesunden Menschenverstand hatte, um zu prüfen, ob das wirklich von Gott war. During this conference, if you've received a prophetic word or if you're about to receive a prophetic word, handle it with care and test it. Wenn du auf dieser Konferenz ein prophetisches Wort bekommen hast oder noch bekommst, dann geh vorsichtig damit um und prüfe es. Because what you do with the words I release could have an impact when I stand before Jesus. Denn was du tust mit dem Wort, das ich gebe, das könnte etwas bewirken mit mir, wenn ich vor Jesus stehe. Now is our time come to an end? Jetzt kommt unsere Zeit zum Ende. Okay. Glory, hallelujah. I have time to continue. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. So that's been a heavy word. Das war ein hartes Wort, ein schweres Wort. I've shared some of my personal pain with you. Ich habe etwas von meinem persönlichen Schmerz euch mitgeteilt. Not so that I receive any sympathy or glory or anything like that. Also nicht, dass ich irgendwie Mitleid haben möchte von euch oder Ehre oder irgendwas dergleichen. I use it as an example to show you that the words we speak in our families, in our churches, have power to change our nations. Ich habe es gebraucht als ein Beispiel, dass die Worte, die wir von uns geben, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, wie auch immer, dass die
Menschenleben und sogar das Ergehen von Völkern verändern können. And if we want to be different in the days ahead, und wenn wir in Zukunft anders sein wollen, we stop making things all about our lives. Dann hören wir auf. And we start doing what God has called us to do. Dann hören wir auf, Dinge für uns selber zu tun, und wir tun das, was Gott uns befohlen hat zu tun. To introduce people to Jesus. Nämlich Menschen zu Jesus zu führen. The gifts of the Holy Spirit. Die Gaben des Heiligen Geistes. Are here to help us be like Jesus. Sind hier und sie sollen uns helfen, wie Jesus zu sein. To help us to live like Jesus. Sie sollen uns helfen, zu leben wie Jesus. To help us to speak like Jesus. Sie sollen uns helfen, wie Jesus zu sprechen. To be the hands, the feet and the mouth of Jesus on earth. Die Hände, die Füße, der Mund Jesu auf Erden zu sein. The only Jesus somebody might ever meet on this earth is the Jesus in you. The only Jesus that people might ever meet on this earth is the Jesus inside you. Also der einzige Jesus, den die Menschen auf der Erde treffen könnten, dem sie begegnen könnten, das ist der Jesus in dir. You can't change people. Stop trying. Du kannst die Leute nicht verändern. Hör auf, das zu versuchen. You can only change yourself. Du kannst nur dich selbst verändern. God has called us to change ourselves, but do it by letting him do it. Gott hat uns berufen, uns zu verändern, aber tut es so, dass ihr zulasst, dass er euch verändert. Everyone in this room, everyone watching on the live stream who knows Jesus as your own personal savior, you're designed for such a time as this. Jeder hier im Raum und jeder im Livestream, der Jesus angenommen hat als seinen Erretter, ihr seid bestimmt und gemacht für eine Zeit wie diese. I don't know what pain you've experienced in your life, but I know Jesus does. Ich weiß nicht, welchen Schmerz ihr erlebt habt, aber Jesus weiß es. And if Jesus can do a work in me to change me and my family. Und wenn Jesus ein Werk tun kann in mir, um mich und meine Familie zu verändern. Jesus can do a work in anyone. Dann kann das Jesus in jedem tun. And I want to invite you, if you don't know Jesus, to receive Jesus as your personal savior today. Und wenn ihr Jesus nicht kennt, dann möchte ich euch einladen, Jesus heute als euren persönlichen Retter anzunehmen. I can't heal you. I have no power by myself. Ich kann euch nicht heilen. Ich habe selber keine Macht. But Jesus can make you whole. Aber Jesus kann euch heil machen. The word of God says, if you believe in your heart and you confess with your mouth that Jesus is Lord. Die Bibel sagt, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. And you believe that he was crucified on a cross and after 3 days he rose from the grave. Wenn du glaubst, dass er am Kreuz gekreuzigt wurde und nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. If you believe that in your heart, not your head. Wenn du das in deinem Herzen glaubst, nicht im Kopf. The thing you love with your heart. Das Organ, mit dem du liebst, das ist dein Herz. You will be saved. Dann wirst du gerettet werden. If you believe with your heart. Wenn du es glaubst in deinem Herzen. And confess with your mouth that you need Jesus. Und es bekennst mit deinem Mund, dass du Jesus brauchst. You say, Jesus, I need you. Du sagst, Jesus, ich brauche dich. Jesus, I can't change without you. Jesus, ohne dich kann ich mich nicht verändern. I can't get anywhere without an encounter with Jesus. Ohne eine Begegnung mit Jesus kann ich nirgendwo hinkommen. So I believe with all my heart. Und so glaube ich von ganzem Herzen, that Jesus Christ is the Son of God, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. And I accept him as my personal savior. Und ich nehme ihn an als meinen persönlichen Retter. And the word of God says, if you do that with your heart,
you will be saved. Und das Wort Gottes sagt, wenn du das tust von Herzen, dann bist du gerettet. Glory, hallelujah. Hallelujah. This is possible because of Jesus. Das ist möglich wegen Jesus. And it's all possible because the Father loves us unconditionally. Und es ist alles deshalb möglich, weil Gott der Vater uns bedingungslos liebt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Everyone say thank you, Jesus. Könnt ihr alle sagen, danke, Jesus? Thank you, Jesus. Alles, was ich denk und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Darum regiere du in mir, regiere in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir. Halleluja, Jesus, regiere du in uns. Amen. Amen. Regiere in mir. Reign in me. Philipp, danke, dass du uns dein Herz mitgeteilt hast. Thank you, Philip, for sharing your heart with us. Und wir öffnen unser Herz für das, was der Heilige Geist damit an unserem Herzen macht. We open our hearts for what